Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute das Thema Süchte in den Fokus bringen wollen. Sucht zu Zucker, Sucht zu Schokolade, Sucht zu Nudeln, Kohlenhydrate, aber auch Alkoholsucht oder Zigarettensucht. Ich habe immer das Gefühl, es wird immer mehr, dass die Gesellschaft immer mehr in der Sucht verfällt. Ob das so ist oder nicht, das möchte ich mal so ein bisschen reinfühlen und bin heute zu Besuch in einer Klinik, in der Swiss Mountain Klinik und möchte mal wissen, wie stark Sie das sieht hier in der Klinik im Bereich der Süchte. Nach dem Intro legen wir los. Bleiben Sie dran. Und da sind wir wieder, Frau Dr. Petra Wichel, herzlich willkommen. Danke, Alexander. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du zu berichten hast. Ist das Gefühl von mir, dass immer mehr irgendwo in eine Sucht reingeht, wirklich da? Ja, das ist ganz deutlich zu sehen. Es wird auch von Jahr zu Jahr für meine Begriffe immer mehr. Die Menschen werden auch teilweise immer jünger. Und Sucht ist ja ein Wort, das vom Suchen kommt. Suchen. Es sind Menschen, die etwas suchen, was sie in ihrem eigenen Leben ja nicht finden. Leben, auch im Leben glücklich zu bleiben, heißt ja auch, für den Körper gut zu sorgen, für mein soziales Umfeld gut zu sorgen, in meinen Beziehungen zum Leben meinen Platz gefunden zu haben, glücklich zu sein mit dem, was ich tue, den Sinn des Lebens gefunden haben, den Partner und so weiter. Und da stößt das Leben natürlich an unglaubliche Grenzen und teilweise dann Engen und an ein Unerfülltsein, weil wir alle wissen, dass in dieser Gesellschaft ja die Wertevorstellung sich ziemlich auch verschoben haben. Also ist die Sucht eigentlich die Kompensation vom Mangel, das wir nicht erreichen können. Richtig. Und noch weiter tiefer eigentlich der Druck vom Außen, von unserem sozialen Umfeld, das uns eigentlich in diese Lage bringt, unser Ziel nicht erreichen zu können. Was es alles eigentlich bräuchte, um überhaupt glücklich zu sein, das wird mir ja tagtäglich suggeriert. Und die eigentlichen Dinge, die wir in unserem Dasein, und das sind ja des Menschen essentielle auch Notwendigkeiten, als Kind eine Geborgenheit zu erfahren, Eltern zu haben. Das sind ja heute Dinge, die schon in einer solchen Selbstverständlichkeit aufwachsen, dass Kinder ohne Vater oder nur mit Mutter oder nur mit Vater ohne Mutter, das sind Dinge, die natürlich auch Defizite hervorrufen, wo gerade Mädchen oft in eine Anorexie oder Bulimie, in eine Essstörung geraten oder auch das Trinken in Krisensituationen. Und dafür habe ich größtes Verständnis, wenn ich jetzt durch einen Moment des Verlassenwerdens oder Alleinseins oder wie auch immer zur Flasche greife. Jeder will ja, der danach greift, denkt nicht, dass er mal in eine Sucht verfällt. Aber das sind dann natürlich die Mechanismen des Lebens. Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo wir auf der einen Seite natürlich sehr viel Bereitschaft auch geben können, um hier aufzufangen, psychologische Beratungen, Psychotherapien. Aber mittlerweile ist das alles auch nicht mehr in einem gesunden Gleichgewicht. Das heißt, man kommt schon gar nicht mehr dahin, Menschen da aufzufangen. Und auf der anderen Seite wird der Suchtkranke auch einsam. Denn er zerstört sich ja sein eigenes Umfeld, beziehungsweise er zerstört zunehmend das Wohl der Familie. Entschuldigen Sie bitte diese ganz kurze Unterbrechung, aber es ist uns ein großes Bedürfnis, wenn Sie diesen Kanal von uns bitte abonnieren, hier unten bitte klicken und damit viel Spaß weiterhin mit der Sendung. Und er kann von dieser Entscheidung sehr schwer Gebrauch machen, wirklich hier seine Sucht zu behandeln, weil der erste Schritt wäre zu verstehen, ich bin jetzt krank geworden und ich brauche hier professionelle Hilfe. Du hast mir gerade vorgestern einen Fall geschildert, oder, wo einer ein ganzes Haus verspielt hat aus der Spielsucht heraus. Ja, natürlich ist es so. Das heißt, das Haus war verkauft. Und es ist jetzt alles weg. Und das in Unwissenheit der Familie,
ist natürlich eine Dramatik. So, und da passieren auch emotionale Brüche natürlich. Weil genau das war es. Das war das Fundament für die Zukunft. Auf der anderen Seite möge man nicht in jedem Falle richten, weil hinter jedem Suchterkranken steckt ja auch eine Geschichte. Wie viele Kinder haben auch vieles nicht lernen können in ihrem Leben und sind dann im Rahmen dessen, dass sie für sich eigene Wege gehen, oft mit dem Leben auch überfordert. Aber auf der anderen Seite, so zum Beispiel die, wenn ich jetzt sage, Menschen essen, 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 die Familie bringt noch immer Essen und der Körper, der kann gar nicht mehr, voll Esssucht. Das sind natürlich alles Fragen, die sind ganz viel tiefer. Ne? Was vermissen diese Menschen? Wo haben sie dieses Alleinsein oder diese Ablehnung ihr ganzes Leben schon immer erfahren? Und ja, das sind manchmal auch so wirklich hochgradig psychologische Fehler von einem völlig überforderten jungen Elternteil, Kinder zu erziehen. Wir werden alle so groß und meinen, wir machen es vielleicht richtig und gut. Und trotzdem bauen sich Kinder dann Komplexe auf. Oder Vater sagt, du kannst nichts, du taugst nichts. Und man macht Unterschiede zwischen den Kindern. Also jeder hat ja so seine auch Möglichkeiten, ins Leben zu treten und damit auch eine gewisse Lebensstärke zu bekommen. Oder man ist an gewissen Punkten angreifbar und dann entscheidet auch oft das Leben. Mhm. Ne? Bin ich ein sehr hochsensibler, emotionaler Mensch, dann komme ich nun und treffe auf einen Narzissten. Dann werde ich einem Narzissten gegenüber wirklich jämmerlich zugrunde gehen, weil die Dominanz ist zu stark. Wenn ich da mehr, glaube ich, Kraft habe, dem auch entgegenzuhalten, kann ich vielleicht irgendwann mich eher aus so einer Beziehung lösen. Hm. Aber wie gesagt, Sucht ist immer der Sorgenbecher anfangs, das Kompensieren von einer gewissen Leere. Bevor wir in die Antwort gehen, wie wir eigentlich das behandeln können, lass uns mal die Kinder nochmals reflektieren. Diese Spielsucht heute auch, die Leute, dass die Kinder gar nicht mehr rausgehen, sondern eigentlich nur noch an Spielen virtuell leben, richtig, ist auch eine Sucht. Und wie analysierst du das wieder? Fehlende Liebe, fehlend was? Naja, was heißt, erstmal ist es ja so, dass die Gesellschaft auch wirklich alles dafür tut, dass Kinder, die neugierig sind, Kinder beobachten, Kinder möchten Dinge, die andere auch haben. Das wird ja alles gesellschaftlich schon immer gut vorbereitet, schon bei der Geburt. Mhm. So. Das heißt, dass heute auch so ein Tablet im Kinderwagen schon vor dem 1,5 bis 2 Jahren oder es wird das Handy kurzzeitig in den Kinderwagen gegeben, dass der Kleine von den Bildern abgelenkt ist, weil die Eltern wollen jetzt mal was in Ruhe besprechen oder man trifft eine Freundin und schafft für Ruhe in dem Kindergartenwagen. Das ist ja natürlich hochdramatisch, zumal wir heute wissen, was macht diese ganze Mobilfunkstrahlung. Das kindliche Gehirn hat eine sehr schwachen, zwar elastischen, aber schwachen Hirnschädel. Und das sind alles Dinge, die machen mich einfach nur erschrocken, wie wir damit umgehen. Das heißt, das Kind ist gar nicht zu verurteilen. Das Kind wird ja mit diesen Dingen groß. Mhm. Und wenn wir das heute mit sehen, dass es Länder gibt, dass es regional Schulen gibt, die auch WLAN aus den Schulen rausnehmen, die verbieten, mit den Computern zu arbeiten, die wieder zurückgehen zum Stift, diese Prozesse alleine werden lassen infolge des absinkenden IQs. Und wenn man die Grenzwerte sieht, die das noch zulassen, die einen Länder fast unbeschränkt und andere ganz tief. Ja, ja. Also die müssen ja auch was gedacht haben bei den tiefen Grenzwerten. Ne? Natürlich, natürlich. Das ist alles das große Experiment im Moment, was wir hier alle machen. Und natürlich in einer Generation, die heranwachsen soll, die stark werden soll, die für sich einstehen soll, die eine meinungspolitische, sag ich mal, Enge bekommt, weil sie natürlich hier immer wieder auch sehr strukturell diese, wie nennt man das, Plattform sich anschaut. Das ist schon, glaube ich, eine Geschichte, die können im Prinzip in der ersten Zeit nur Eltern beobachten und Eltern, die in der Richtung
sehr verantwortungsvoll sind, tun das nicht, gewähren ihren Kindern für eine Zeit gerne auch den Computer, aber sind sorgsam, wann wird sie ein Handy benutzen und wozu ist das Handy. Aber jetzt habe ich gerade wieder so den Christian Schubert im Ohr, der mir da schon wieder reinflüstert. Es ist sehr oft auch das Umfeld von außen, das den Druck ausübt auf die... Das sage ich ja. Und das ist ja eigentlich das Traurige. Es wird gefordert, das Kind muss schon mit dem Laptop arbeiten, es muss ein Handy haben, es muss erreichbar sein, sonst fängt das Mobbing an in der Klasse. Das stinkt eigentlich von außen nach innen. Das sage ich ja. Und wenn das nicht gesellschaftliche Themen langsam werden oder auch, sage ich mal, dass eine Schule, wenn ich Direktor bin, natürlich habe ich den Riesendruck jetzt von Eltern und Behörden und so weiter, aber... Der hat keine Chance und alles, was irgendwo weitsichtig ist, verantwortungsvollen Blick hat, ist ja auch in dieser heutigen Zeit nun alles andere als gewollt. Da bist du ja ganz schnell in einer anderen Schiene und das ist schon ernst zu nehmen. Die Kinder sind eigentlich die größte Sorge, die ich mir jetzt im Moment um alles mache. Weil sie natürlich eine ganz andere Möglichkeit haben, eine virtuelle Welt zu entdecken und das Leben da draußen an ihnen vorbeigeht. Und wenn sie in dieses Leben eintreten, dann sehen sie erst die Leere, die sie natürlich nicht mehr haben. Denn ich meine, wie soll ich die Dinge im Leben erlernen, wenn sie mir nicht Eltern vorleben? So. Und mit dem ist es einfach nicht getan, mal vielleicht einen Moment dem Kind vor den Fernseher zu setzen und einen schönen Film gemeinsam anzugucken. Wunderschön, wunderschöne Filme gibt es, wunderschön kann man das tun. Aber sie sich selbst zu überlassen, ist so traurig, finde ich. Und da hast du wirklich recht. Das sind große Themen, die natürlich damit auch eine spätere Suchtkrankheit unterstützen. Und Spielsucht ist ein ganz großes Thema geworden. Du hast auch Patienten hier mit Alkoholproblemen, mit Spielproblemen. Wie gehst du dann das an? Eigentlich, wenn ich das höre, ist es ja fast eine Gesprächstherapie, oder? Ach, es ist ja viel mehr. Wir sind ja nun nicht, ich glaube, da im Moment der stärkste Partner sind im Rahmen einer Psychotherapie. Das überlasse ich sehr, sehr gern Menschen, die dann diese Menschen auch auf dem Wege weiter begleiten. Aber ist schon wichtig, diese Psychotherapie ja, als Begleitung. Ja, das ist ganz so wichtig, weil du musst ja an die Urthemen des Lebens kommen und eruieren, an welchem Punkt ist für dich eigentlich dann ein so großer Schmerz entstanden oder eine so große Leere auch entstanden oder ein so großer Komplex entstanden. Ich bin nicht genug. Ich kann mir immer nur Mut machen, wenn ich wieder ein bisschen was mir Mutmäßiges mich aufputsche. Da wäre die tiefe Psychologie vielleicht auch noch interessant. Der Albrecht Hempel hat mir da einiges erzählt. Hypnose auch. Oder Hypnose. Tiefen so. Hypnose. Ja. Ach, es gibt so vieles. Also es gibt ganz, ganz viele Wege. Aber manchmal ist es auch so dieses Bewusstsein, was wir vermitteln. Also bist du dir eigentlich bewusst, was du mit dir tust? Ne? Wenn ich zum Beispiel, wir haben eine schöne kleine Sendung gemacht über unsere Mutter. Und die Leber. Und wenn derjenige jetzt zu der Entscheidung kommt, dass er das so jetzt versteht, was er ihr antut, dann will er das nicht mehr auch für seine Mutter. Weil er würde nie der Mutter so wehtun wie ihr. Und er erkürt sie jetzt zu seiner Mutter, weil seine Mutter lebt nicht mehr. Und hat einen Weg für sich gefunden, dass er diesen Selbstzerstörungsprozess für sich annehmen konnte und in eine Therapie ging und jetzt schon jahrelang nichts mehr trinkt. Aus dem Verständnis dessen, was es mit ihm tut. So, du darfst ja nicht erwarten, dass allein eine Ansage etwas verändert, sondern es muss der tiefe, manchmal ist es nur ein Schalter, der sich legen muss, um zu verstehen, was ich hier tue, ist Selbstzerstörung. Mhm. Oder ein junger Mann, dem ich am Dunkelfeld zeigen konnte, wie seine Durchblutung ist.
Der ist vom Dunkelfeld ins Zimmer gegangen, hatte eine wirklich zunehmende Augenerkrankung, Makula, und hat schon wirklich einen deutlichen Visus-Einschränkung gehabt. Und man hat ihm gesagt, die Zukunft ist, du kannst nichts mehr sehen. Und ich konnte ihm das Dunkelfeld groß machen, weil wir haben ja so einen großen Bildschirm. Der war so tief berührt und hat mit dem Verständnis dessen, was er macht, jeden Tag 20 Zigaretten, ging er runter in sein Zimmer, brachte die Stange und sagte, ich wollte eine Woche bleiben. Darf ich 3 Wochen bleiben? Darf ich Ihnen das geben? Und das war bis heute. Und sowas ist schön. Ich will nicht mehr anmaßen, dass diese Dinge so immer geschehen. Aber zumindest sind es Prozesse, die der Mensch durchmachen muss. Dass es auch nie zu spät ist, eine Sucht zu beenden. Aber einer Sucht zu dienen, dass eine Sucht Macht über mich bekommt, das ist immer schwer, soweit sie natürlich fortgeschritten ist. Und das zu erkennen, ist so wichtig. Das fängt aber bei der Zuckersucht an. Genau, da wollte ich rein. Ja. Und ich habe ja 20 Jahre Hausbesuche gemacht. Ich war erschrocken, diese Bonbonieren immer zu in den... Ja, da sagt man, seitdem wir das immer alles hinstellen, greifen die Kinder nicht so oft danach. Das ist überhaupt nicht wahr. Sie sind eigentlich daran gewöhnt und sie brauchen das dann auch mittlerweile. Das sind Zuckerjunkies, die natürlich so viel B-Vitamine schlauchen, die so viel Nervosität produzieren, die so viel Darmbakterien zerstören und Pilzgeschehen aktivieren. Das heißt, der gesamte Gesundheitszustand kippt ja leise. So. Aber und da fängt das an. Das habe ich ja in meiner Hand, als Eltern zu steuern. Bleibt mir nur bei dem Faktor Ernährung. Ja. Meine, was geben die Eltern den Kindern mit in die Schule? Also wir trainieren die Kinder ja von klein auf schon über diese Zuckerphase. Und da, wir wissen ja alle, Zucker ist dann schon sehr, ja, sagen wir mal, oxidativ, Entzündungsprozesse im Körper und vieles mehr. He? Das ist eine Sucht. Man schreit ja nach Zucker. Ja, ja. Aber wie gesagt, das sind natürlich Dinge, und man darf ja auch Zucker nicht mit Zucker vergleichen. Das ist ja alles der Zucker in der ursprünglichen Form. Der ist uns ja auch wichtig. Ohne Zucker könnten wir ja auch nicht leben, wir Menschen. Aber das Maß aller Dinge und die vielen versteckten Dinge sind es. Es gibt kaum noch ein Nahrungsmittel, ich sage nicht Lebensmittel, das nicht noch Zucker wieder beinhaltet. So. Die ganze Ära der Joghurts, die ganze Ära der Süßigkeiten, der Senfgurken, alles hat Zucker. So. Und da ist natürlich Pro-Kopf-Verbrauch heute weit, weit, weit schon über 50 Kilo pro Jahr. Und der Körper kann damit nichts beginnen. So, er wird in einen chronischen Insulinbedarf gerückt, der den Zucker sofort schnell senkt. Aber ich sorge dafür, dass er schnell wieder hochgeht, weil unterzuckert zu sein heißt, nach Süßem zu rufen. Und so lutscht er förmlich leise seine Bauchspeicheldrüse aus. Und so kommt er langsam in eine sogenannte Insulinresistenz. Der Körper ist ja nicht dumm. Der verändert die Kontakte zum Insulinrezeptor, das Insulin gar nicht mehr andocken kann. Dann entsteht eine Insulinresistenz. Und das Ende ist ganz leise. Leise, leise steigt ein Zucker im Blut, weil er nicht mehr verstoffwechselt wird. Typ 1 Diabetes ist nicht die Ursache, es ist ein Autoimmungeschehen. Aber der Typ 2 Diabetes ist hausgemacht und Typ 3 auch eine Form der Demenz, weil die Hirnzelle den Zucker benötigt. Und wenn Insulinresistenz da ist, kann er nicht als Energieträger wirken. Das heißt, wenn eine Gesellschaft was ganz, ganz, ganz Großes tun möchte, dann müsste sie genau an dem Punkt den Zusatz von Zucker verbieten, weil ich kann den Zucker dann ans Essen machen, aber nicht von vornherein im Essen haben. Wie Salz. So. Auch Salz. Ohne Salz könnten wir nicht leben. Aber das ist gar nicht unser Problem groß heute. Das Zuckerproblem ist entscheidend. So, und das verantwortet schon ganz allein viele Dinge.
Wir hatten sicher früher auch schon Süchte, vielleicht auch von unseren Eltern und Großeltern, aber ganz bestimmt viel, viel weniger. Und wenn man da jetzt sieht, wie explosionsartige, auf verschiedensten Bereichen überall Süchte entstehen, dann ist es ja wirklich eine zwischenmenschliche, politische, gesellschaftspolitische Diskussion, ne, die man eigentlich führen müsste. Ja. Und da erinnere ich mich an ein Interview mit Dr. Joachim Marz, der immer wieder sagt, das ist immer wieder der Kapitalismus, dieser Drang, ja, genügen zu müssen, Geld verdienen zu müssen und Bedürfnisse zu befriedigen, die wir gar nicht brauchen. Dieser Druck, dass Mutter arbeiten muss, Vater arbeiten muss, keine Zeit mehr da ist, dass das einfach nicht die richtige Form ist. Und wir kompensieren diesen Druck letztendlich mit Süchte. Naja, und jeder in diesem Kreislauf ist ja ein für sich Individuum. Der bringt das mit auf die Erde, was er mitbekommen hat. Der hat sich in eine Familie inkarniert, wo er jetzt groß werden wird und muss. Welch Glückszustand, wenn Mama und Papa das Ganze, die Kindheit begleiten. Das ist ja heute nicht mehr alles selbstverständlich. So, dann der ganze Geschlechterwahnsinn. Und das ist ja für die kleinen Kinder, sich in dieser Welt auch zu orientieren, auch Vorbilder, Eltern zu haben, die ja vielleicht schon lange einer Sucht auch haben. Wenn ich gucke, wie viele rauchen, wie der Alkohol schon mittags, ist ja unglaublich, wer schon den Alkohol mittags braucht, anstatt sagen, gut, es ist vielleicht einmal, zweimal, dreimal in der Woche am Abend zu einem schönen Ereignis heute, ist ja gar keine Frage, aber dieses gesellschaftlich etabliert zu sein und. Es macht immer die, wenn es nicht die Dosis macht, dann macht es zumindest aber auch die Zeit und die Kontinuität macht mich dann, dass ich einfach merke, ohne das geht es gar nicht mehr. Das ist ein Teil meines Lebens geworden, der ist schön. Aber ich bin ja auch abends einsam, was soll ich denn machen? So, verstehst du? Und da kommen dann manche Menschen so aus dem eigenen ganz schwer eigentlich raus. Wirklich schwer raus. Und dennoch bewundere ich immer, ich erinnere mich an jemanden, der sagte, Frau Wiesel, wir kennen uns nicht, aber ich will Ihnen gleich sagen, ich bin schwer alkoholabhängig. Und er sagt, er isst. Ich sage, wie viel trinken Sie dann? Weil angesehen hätte ich es ihm nicht. Nein, nein, sagt er, das ist schon 20 Jahre her. Aber ich möchte es Ihnen sagen, weil ich weiß, es könnte jeder Tag so kommen. Weil wenn ich irgendwie in Versuchung komme oder jemand weiß es nicht, gibt mir etwas, wo Alkohol drin ist, ich sage es Ihnen nur. Und ich bin stolz, dass es 20 Jahre sind und ich habe es auch die nächsten 20 Jahre nicht vor. Der hätte mir das nicht sagen müssen. Wie viele vertuschen es, stehen nicht zu dem, was zu ihm gehört. Mein Gott, ist der in meiner Hochachtung groß geworden. So. Aber das hört sich für mich auch an, dass das der wichtigste Schritt zur Heilung ist, eigentlich es nicht zu verleugnen, sondern zu akzeptieren. Die Wahrheit. Wahrheit, ja. Genau. Heilung braucht Wahrheit. Ja. Und da, wenn ich, Sucht ist ja oft auch Selbstlüge, ja, oder ich verstecke es dann lange Zeit von meinen Angehörigen oder tue es heimlich oder wie auch immer. Aber wenn ich wirklich heilsam mich auf den Weg bringen will, dann muss ich alles aber jetzt auch auf den Tisch legen und genau an den Punkten lernen zu verstehen. Und dazu brauche ich natürlich wirklich ganz oft professionelle Hilfe. Und was mir ganz oft hilft, sind ja Menschen, die in diesen Prozessen schon ganz viel geschafft haben, die sich da reinfühlen können. So diese ganzen wirklich Selbsthilfegruppen, Blaues Kreuz und wie sie alle heißen. Ja, die stärken sich untereinander. Das ist gell? So toll, die einfach erkennen, pass auf, es könnte sein und. Und sich dann Hilfe holen in Prozessen, wo sie wissen, ich kann da immer anrufen und muss mir keine Sorgen machen. Das ist was ganz, ganz Schönes, wo Menschen sich dann auch tragen und stützen, finde ich. Und dann nachher wieder für andere da sind, weil sie selber den Weg geschafft haben und wissen, worüber reden wir jetzt. Und das ist ja etwas, was man manchmal als Arzt dann bis ins das letzte Detail nicht kann, weil man noch nie betroffen war. Aber man natürlich in der Rückschau und auch im Erleben des täglichen Alltages aus einem Potenzial, aus Erfahrung
genug weiß und auch beobachtet habe. Hast du auch schon öfters gemacht, Parkinson-Patienten mit Leuten verbunden, richtig, die Parkinson wirklich in ihrer Ganzheit angegangen sind, sodass man eigentlich unter Gleichgesinnten Mut, Hoffnung und Kraft schöpfen kann. Ja? Ja, und einfach auch das Leben zu verstehen und dem Leben auch zu vertrauen, sich wieder zurückholt. Und ich sage, das ist so, wie es ist und du bist jetzt krank, so. Ja, bitte. Also. Ich habe mir vorhin einen wichtigen Satz aufgeschrieben, der ja nicht nur auf die Süchte sich bezieht, sondern eigentlich auch in allen Formen von Krankheitsbildern sich spiegelt. Heilung braucht Wahrheit. Und oft steckt hinter einer Krankheit nicht einfach nur ein Zufall oder äußere Umstände, sondern ich bin ja auch immer mit auch ein Teil dessen. Genau. Ich habe es ja selbst produziert, es ist in mir heraus entstanden, genau, und kann auch durch mich wieder aufgelöst, genau, werden. Genau. Heilung braucht Wahrheit. Danke ganz herzlich. Dr. Med. Petra Wiechel, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, extra für Sie mal darüber zu philosophieren und zu diskutieren. Es ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr großes gesellschaftliches Problem geworden und es ist meiner Meinung nach auch eine kleine Sackgasse, denn wenn sich da nicht wirklich am Fundament vieles ändert, wird es immer mehr Menschen geben, die einfach diesem Leistungsdruck von außen nicht mehr gerecht werden und das tut einem schon weh, das zu sehen, was da draußen mit Menschen wirklich vonstatten geht und passiert. Ich hoffe, Sie können mit dieser Sendung auch Menschen berühren und Menschen Mitteilung machen, dass man die Heilung immer aus der Wahrheit herausschöpfen darf. Alles Gute und bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander. Herzlichen Dank fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte gehen Sie auch mal auf Wikisana, registrieren Sie sich da und schauen sich alle diese Sendungen auch ohne Werbeunterbrüche an. Und bitte auch diesen YouTube-Kanal abonnieren. Das hilft nicht nur uns, sondern auch der weiteren Verbreitung von unserem Sender. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt. Viel Spaß, alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.